Artist Spotlight on Ennio. 1, 2, 3, 4. Ist es nicht schön, wenn der Oper Talent erkennt, ernst nimmt und fördert? So passiert bei Ennio. Die erste Gitarre samt Unterricht sponserte nämlich der Großvater. Anschließend folgte dann der musikalische Feinschliff per YouTube-Tutorials und kaum volljährig landete der Münchner bereits erste musikalische Erfolge. Anfangs allerdings auf Englisch. 2020 folgte dann die Geburtsstunde von Ennio, inklusive Umstieg auf deutschsprachige Texte. Und ich weiß nicht, was ist. Die Debütsingle Blaulicht verschaffte Ennio 2021 schließlich den Sprung ins Radio und damit breitere Bekanntheit. Das zeichnet sich auch an rasant steigenden Zahlen auf Social Media ab. Mehr als 10 Millionen Aufrufe. Auf die Fangemeinde ist aber nicht nur im virtuellen Raum Verlass. Die erste eigene Headliner-Tour war direkt ausverkauft. Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist sicher, dass man Ennio nicht nur aufgedrehte, sondern auch nachdenkliche Nummern abnimmt. 2022 vereinte der junge Musiker mit der ausgewachsenen Stimme 12 Nummern zu seinem ersten Album. Nirvana ist ein Cocktail aus Emotionen, von quietschvergnügt bis tief traurig. Jedes Lied lebt von Ennios kratziger Stimme. Der abwechslungsreiche Sound sorgt dabei immer wieder für einen Überraschungsmoment. Denn da wird die Klaviatur von Indie über Rap bis Pop bespielt und herauskommen stets einprägsame Melodien. In der Mischkulanz an Musikstilen bildet die voluminöse Stimme von Ennio den roten Faden und verströmt akustische Geborgenheit.